Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute Zufall gegen Zufall. Das kann ja heiter werden. Haben die das geändert, dass man jetzt nur noch allgemeine Tipps bekommt, wenn man Zufall ist? Ups. Ja, kann man machen. Rodos sind wir auf jeden Fall. So verkackt habe ich ja noch nie beim Schreiben. So, er scout natürlich unglaublich früh, was er ist. Alles andere wäre Selbstmord. Auch ohne Wall zu spielen wäre Selbstmord. Deshalb machen wir das natürlich nicht. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Uns fehlen Mineralien. Great. Tja, ne? Da ist er doch, Terraner. Gut, dass wir auf die Minimap geguckt haben. Das ist natürlich jetzt für unsere Wall nicht geil. Also überhaupt gar nicht geil. Ich meine, man hat das jetzt gefixt. Das, genau, jetzt haben nämlich die immer Priorität. Die Terraner werden es hassen. Und mal schauen, ob er mich einbaut. Ein Gas hat er genommen. Wobei Doppelgas ja jetzt auch gar nicht mehr das extreme Übel ist. Komm mal raus, ob er mich Engineering Bay blockt. Ich nehme mal an, dass das der Fall ist, oder? Das können wir nur in einem Energiefeld platzieren. Okay. Hallo, du sollst den aber auch prüfen. Gerechtigkeit wird herrschen. Das war, wir hätten vielleicht mal einen Pilot bauen sollen. Ich habe kurz überlegt, ob wir hier den One-Race-Push spielen, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Wir nutzen einfach unseren frühen Tag für ein ganz frühes Stargate. Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Dafür brauchen wir mehr Gas. Weil wir dann unseren die Chance mehr verspielen, den Reaper vernünftig abzuwehren, ne? Nein, du solltest. Eigentlich nur einer von euch. So. Uns fehlen Mineralien. Wir stehen. Genug meditieren. Wir brauchen mehr Mineralien. Das Problem ist, hier ist echt schwer, den Reaper zurückzuhalten, weil der kann ja überall hoch. Naja, werden wir gucken, wie wir das gleich regeln. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Uns fehlen Mineralien. Uns fehlt der So, und jetzt müssen wir langsam Warpgate anfangen. Ich denke, wir werden versuchen, Phoenix Colossi zu spielen. Wir dienen mit Stolz. Ich meine, ich spiele tatsächlich wohl ohne. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Dingsy? Orakel empfangsbereit. Dafür reicht die Energie nicht. Ohne Reaper. Vielleicht deshalb ein früher Widowmine-Drop. Ja, bräuchten wir gleich mal die Tech schon vernünftig. Wir haben zwar ein Oracle, aber das reicht natürlich nicht. Oh, jetzt ruckelt es leicht. Hier ist keine Base. Oh, oh. Warum nicht? Lasst uns beginnen. Ich verstehe. Teleporter. Extrapoliere Stränge. Der Weg ist klar. Unsere Schicksale sind. Das Zeitfenster ist klein. Wir einige News. Wo werden wir gebraucht? Hajur wird die Factory mit Dings. Aha, was wird denn da? Ah, wahrscheinlich wirklich wieder mal eins. Fällt mir gerade mal ein. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, das hat aber schon mal viel Schaden gemacht, vor allen Dingen, wenn er wirklich keine Ex hat, was ich mir nicht vorstellen kann. Deshalb, wir scouten mir mal hier gerade nach der Hidden Base, die sicherlich irgendwo ist. Achso, wir brauchen ja auch gar nicht mehr Klappen, das machen wir ja von selber. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich glaube nicht, dass wir hier so, das war die Ruhe. Sira weg, Krayor!
auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Forschung abgeschlossen. So, Warp Gate ist durch. Uns fehlen Mineralien. Hier. Teleportation erfolgreich. Aber rasch. Verstanden. Hä? Wir brauchen mehr. Ich bin gerade noch überfragt, was das hier wird. Ah, hier ist er. Ah ja, klar, dass da irgendwas sein muss. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Extrapoliere Stränge. Zeit für den Kampf. Ich füge mich. Aber rasch. Ich durchstreife die Galaxis. Sha'azul du Templari. Verstanden. Ja. Wir müssen mehr Pylonen. Oh Gott. Ich bin hier. Das ist nicht so gut. Ohne Zusatz, das ist überhaupt nicht gut, wenn ich jetzt nur warpen könnte. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Wir müssen mehr Pylonen bauen. Pylonen! Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarpen können. Ich bin hier. Für die Ehre. Sha'azul du Templari. Schwingen der Gerechten. Die Himmel warten. Okay. Most random game ever. Einfach deshalb, weil er auch random war. Das war jetzt echt ein komisches Spiel, oder? Er hat ja auch keine Worker gebaut. Also ja, er hat hier viele verloren und ja, da auch. Also es war klar, dass er eine Hidden Base hat, weil warum sollte er keine Natural haben und dann nicht so viel Armee, mit der er nicht angreift. Zumal ich ja gesehen habe, dass Worker auf der Map unterwegs waren. Wobei ich das Gefühl hatte eigentlich, dass sie im rechten Teil unterwegs waren. Deshalb war ich ein bisschen überrascht dadurch, dass er links die Hidden Base hatte. Sehr merkwürdiges Spiel. Sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Zumal, warum sollte man eine Hidden Base spielen, wenn man den Gegner quasi auf One Base versucht zu drängen? Hat er ja, also er hat ja versucht, mich auf One Base zu drängen, indem er meine Echse blockt. Da muss man das entweder selber ausnutzen, indem man selber früher seine zweite setzt und darauf hofft, dass der Gegner halt auch Exe und man eben in der Exe vorne ist, oder man bereitet sich auf einen One-Base-Push vor, der nicht gekommen wäre. Dann wäre die Hidden Base allerdings auch tatsächlich nicht so schlecht gewesen, aber so gut auch nicht, weil dann hätte er keine Production gehabt. Hilft ihnen ja das beste Mining nichts. Nochmal PvT, wobei diesmal der Gegner natürlich Ahnung hat vom Terraner-Spiel. Ich unterstelle meinem Gegner von gerade mal einfach, dass er nicht Main Race Terraner war, weil das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So. Uns fehlen Mineralien. Zack. Kann man so früh scouten? Muss man so früh scouten noch? Wir scouten tatsächlich doch nochmal eben. Ich glaube, das ist schon ganz angebracht zu scouten. Diese Map ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für Terraner. Ja, ein bisschen frech, dass der Homestory Cup noch, also mit dem neuen Patch, aber nicht mit den neuen Maps gespielt hat. Jetzt hätte man da schon sich viel mehr abgucken können. Kann man da hochspringen? Puh, könnte sein. Kann man hier überall hochspringen? Glaube ich nicht, kann aber auch sein. Das muss ich alles noch in Erfahrung bringen. Geht nicht. Dafür brauchen was war das? War das mehr als ein DBF? Auf jeden Fall ein WWF. Also fahren wir frühzeitig runter. Wenn es nur ist, um. Okay. Checken. Ein Gas. Ja, glaub nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarten können. Und dann. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranwarten können. Den Pylon jetzt natürlich doppelt. Aber deshalb wird er den hoffentlich nicht da vermuten.
meditiert. So, nicht mein Freund. So. Wir setzen wir die Echse. Wir setzen die Echse nicht. Auch wenn das ein bisschen risky ist. Na dann, dann. Weil damit dann weiß, dass irgendwas fishy ist. Wir setzen die Echse und werden sie canceln. Einfach nur, weil sein Reaper gleich kommt. Ehre den Dalai Lama. Uns fehlt Energie. Wir bräuchten jetzt echt den Chronoboost eigentlich ganz dringend. Dafür reicht die Energie nicht. Um hier zwei Immortals zu bauen. Ein Gateway reicht hier. Möglicherweise müssen wir da gleich noch einen Pylon mehr bauen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Gebt uns einen Auftrag. Ich stehe jetzt hier echt nicht auf meine Echse. Uns fehlt Energie. Er hat sie ihn gescoutet, leider. Wir brauchen mehr Mineralien. Erneut die. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Shit. Wir hätten hier noch einen zweiten hinbekommen. Uns fehlt Energie. Zweiten Pylon wäre gut gewesen. Wo werden wir? Und wir bereiten tatsächlich einfach eine ganz normale Transition vor. Ja, wir werden unsere Robo dann verlieren, falls es nicht transitioned. Aber dann ist das so. Er wird sich natürlich jetzt voll auf den One Maze All-In einstellen. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Und wir können auch nicht einfach sagen, der kommt nicht. Das geht einfach nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Aber es ist dann doch zu all-innig. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen aber so ein bisschen Transition können wir schon. Sonst hätten wir halt jetzt noch ein paar mehr Gates gehabt, wenn wir nicht die Echse genommen hätten. Ich hatte halt gehofft, dass er wirklich direkt rüberfährt und nicht nach Proxy direkt scoutet. War ein bisschen unlucky, beziehungsweise gut gemacht vom Gegner, kann man auch einfach mal sagen. Wir müssen mehr Pylonen bauen. Muss ein bisschen aufpassen, dass hier überall Widowmines liegen. Dafür brauchen wir mehr Pylonen. Hier zwei Bunker, ein Tank. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ist klar. Heißt für mich ganz klar, wir warpen mal. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin die Stimme. Ja. Zusätzliche Pylonen wird das nichts. Ich bin hier in den Schatten. Noch viel mehr Schaden, als ich eigentlich dürfte. Das war mehr Schaden, als ich durfte. Und deshalb habe ich die Partie auch gewonnen. Aber da ist er selber schuld, ja? Wenn man mich hier immer Engineering mehr blocken will, lass das mal. Da gibt es zuckzuck hier auf die Fresse. Und wir sehen, wir waren ja in den Workern gar nicht so wirklich hinten. Prinzipiell schon, weil er natürlich zwei Orbital Commands hatte, deshalb zwei Mules. Deshalb ist es tatsächlich nur deutlicher, als das hier aussieht. Aber wir hätten eine Möglichkeit gehabt, gerade mit dem Schaden, den wir da gemacht haben, selbst wenn wir das Spiel nicht gefinisht hätten, aber allein, dass wir Stim rausgenommen haben, wenn wir dann unsere Armee nicht komplett verlieren, also die Immortals und der Swarm Prisma vielleicht retten, dann hätten wir auch noch eine Transition spielen können. Auch wenn es schwer geworden wäre, weil die Robo natürlich dann gefokust wird. Aber machbar wäre es gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich zu Hause einen
Colossus Bay, wie heißt das? Robotics Bay gebaut und noch eine neue Robo. Das ist, dann dauert das zwar ewig, bis ich dann Kolosse bauen kann, aber hätte ich wahrscheinlich so gelöst. Dann wären wir leicht, ja, wären wir vielleicht nicht mal leicht zurück gewesen. Dann hätten wir vielleicht das Ganze ausgeglichen gestalten können. So habe ich ihn überrennen können. Selbst schuld, man sollte mich nicht Engineering Bay blocken. Ich mag das nämlich nicht. Und deshalb würde ich an dieser Stelle sagen, war es das mit dieser Anno-Folge, wie ihr sehr genug wisst. Oh scheiße, ich hoffe, dass man den Ton dann vernünftig wahrgenommen hat. Weil ich war in der falschen Szene. Ich war nicht in der Szene, sondern in der Anno-Szene. Muss ich gleich erstmal checken. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts dürft ihr vorher klicken. Unten rechts ihr ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Das stimmt gar nicht, Leute. Ich war nicht in der falschen Szene. Ich habe nur auf meinem Stream Deck eine Taste gedrückt und dann ist dann die Szene gewechselt. Das heißt, sollte richtig sein. Tschüss.